So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, nein, Donnerstag, Verzeihung, am Donnerstag, den 6. Januar 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Entwicklungen wieder einordnen. Und das kam überraschend, so möchte man es mal sagen. Das war eine ziemlich harsch-hawkische Rhetorik, die wir dort in dem FED-Sitzungsprotokoll gestern Abend präsentiert bekommen haben. Ich würde noch nicht so weit gehen, jetzt von Markets in Turmoil zu sprechen, also irgendwelche Crash-Szenarien skizzieren oder sonst dergleichen, so gerne, wie das dann in den Mainstream-Medien, besonders bei CNBC, das ist deren Headline meistens in solchen Marktumfelden, stattfindet. Ich denke, wir sollten das Ganze so ein bisschen aus der Distanz betrachten, aber es ist dennoch ein Wink mit dem Zaunfall, was dort passieren könnte, sollte sich der Inflationsdruck weiter derart darstellen, wie eben er sich jetzt jüngst schon dargestellt hat. Der Verweis auf anziehende Inflation und dergleichen ist jetzt nichts Neues. Was allerdings neu ist, muss man ganz klar sagen, und das hat sich jetzt auch oder spiegelt sich wieder im sogenannten Fed Watch Tool, was wir immer hier mit einbeziehen. Was sich jetzt hier herauskristallisiert ist, dass die Fed wahrscheinlich doch restriktiver agieren wird im Hinblick auf nicht nur Zinsanhebung, sondern auch auf eine Reduktion ihrer verhältnismäßig aufgeblähten Bilanz. Allerdings, und das ist genau das, wo ich dann in diesem Zusammenhang ein bisschen vorsichtig wäre, mal schauen, wie weit die Fed hier die Volatilität in den Märkten zulässt. Also wir sehen besonders im Tech-Bereich, dass es dort zu Abschlägen kommt. Besonders die jüngst jetzt schwach gelaufenen Titel sehen einiges an Abschlägen in diesem Zusammenhang. Also beschleunigt sich dieser bärische Modus nochmal. Aber auch beispielsweise eine Tesla, die jetzt eigentlich weiterhin sehr, sehr starken Wachstumsausblick hat, gestern scharfe Abschläge gesehen, kommt jetzt nochmal unter die 1100er Marke, also kommt nicht nur, sondern schloss auch gestern unterhalb, hat jetzt in der Vorbörse erneut Abschläge gesehen, hat dieses Delivery Gap geschlossen. Das Interessante ist allerdings, es ist kein fundamentaler Grund, sondern es ist ein eben übergeordneter Grund, der sich hier herauskristallisiert. Und die relative Stärke von Tesla, die ist bemerkbar. Also man kann es sehen, wenn man sich den Chart betrachtet. Man sieht hier einfach eine komplett andere Konstellation. Ist natürlich jetzt ein bisschen angekratzt, das Bild, aber nichtsdestotrotz ist es eine bullische Konsolidierung auf hohem Niveau. Und besonders dieser Pull-in, den wir jetzt dort zu sehen bekommen und diese Konsolidierung infolge eben dieses übergeordneten korrektiven Bildes, was sich zeigt, das unterstreicht eigentlich besonders vor dem Hintergrund des weiterhin sehr stark fundamentalen Ausblicks, den das Unternehmen einfach hat, eigentlich hat das jetzt das CFV vielleicht für die Long-Seite sogar nochmal attraktiver wird. Also das ist durchaus in Betracht zu ziehen. Das war gestern tatsächlich der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss. Es war weniger jetzt, oh Gott, jetzt ist die Party vorbei und jetzt nehmen wir einen Knacks, sondern es ist eher so ein Moment, wo ich sage, besonders auch vor dem Hintergrund dieses Aufschreis, möchte ich mal fast schon sagen, im sozialen Medienbereich, Twitter beispielsweise, und alle sehen den großen Knall, dass das eventuell sich wieder früher oder später dann doch wesentlich moderater darstellt. Wie gesagt, wir werden es gleich einordnen. Wichtiges Level im Nasdaq zum Beispiel war die 16.000, haben wir gestern zum Thema gemacht, unterschritten worden, also eigentlich eher weiter bärisches Potenzial, was gegeben ist. Aber aktuell, wenn man sich das übergeordnet betrachtet, sollte man das immer mal so ein bisschen auch aus dem großen Ganzen sehen. Und besonders, wenn man sich das übergeordnete Bild anschaut, dann wird man sehen, das ist ein kleiner Knick, den man da zu sehen bekommt. Das ist nichts, was irgendwie in irgendeiner Form vergleichbar wäre mit dem, was wir im März 2020 mit den damaligen Verwerfungen rund um Corona, Lockdown und Co. zu sehen bekommen haben. Wir werfen natürlich einen Blick drauf. Natürlich auch auf den Kryptobereich, der infolge dieses Risk-Offsets auch stärker unter Druck gerät. Ethereum habe ich gerade eben gesehen, ist in Euro-Terms, also das heißt hier in Ethereum in Euro gerechnet, unter die 3000er-Marke gerutscht. Da werfen wir gleich auch noch einen Blick drauf. Und soweit die ersten einleitenden Worte. Bevor wir ganz offiziell starten, einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Also Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, da sie auf Margin gehandelt werden und sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil ladet man sich zunächst eine Demo auf markets.com/de herunter und dann schauen wir mal, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet. Sollte man dann für sich den Schluss fassen, dass dieser Handel für das persönliche Risikoprofil angemessen ist, adäquat, dann findet man auch die Möglichkeit, dort ein Live-Konto zu eröffnen. Daneben, neben Devisen, CFD, also gehebelten Handelsprodukten, haben wir auch physische Aktien, beziehungsweise auch ETFs beispielsweise. ETFs, da werden wir gleich auch einen Blick drauf werfen, ARK Innovation, ganz düsteres Bild, das sich herauskristallisiert. Also physischer Aktienhandel ist dort ebenfalls möglich. Also Multi-Asset Brokerage ist das. Wenn ihr Fragen haben solltet, gerne Elena per E-Mail kontaktieren. Schaut gerne, wie gesagt, auf markets.com/de, zum einen für den vollständigen Risikohinweis, als eben aber auch für die Produktpalette und die jeweiligen Details rund um das Produkt.
Wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, nutzt gerne die Möglichkeit hier im Morning Meeting live während des Streams eure Fragen zu stellen. Auf der Webseite von mir, jk-training.com, habt ihr die Möglichkeit, über den Tab Forum Fragen in einer täglich ausgelegten oder eingerichteten Trading Chatbox zu stellen rund um die Märkte. Discord Community haben wir ebenfalls. Besonderer Fokus meinerseits dort auf die US-Märkte, aber nicht beschränkt nur ausschließlich auf. Also ihr könnt euch auch zu anderen Asset-Klassen dort natürlich miteinander austauschen, zu dem Trading und miteinander die Märkte diskutieren. Kontaktiert mich gerne über Twitter. @JensKlattFX. Schaut gerne oder schreibt mir gerne auch eine Mail. JensKlatt@JK-Trading.com. Und so, soweit zur Einführung. Ein Blick hier in die MarketsX Handelsplattform, ein Blick auf den DAX, der sich erstaunlich stabil präsentiert. Das ist erstaunlich, das ist wirklich erstaunlich. Und hier sehen wir auch, wir werden es gleich noch im größeren Bild sehen, aber von wegen kleiner Knick, also der zeigt sich im DAX ganz besonders. Sobald hier sich diese Situation früher oder später beruhigt und davon ist auszugehen, dass das passieren wird, dass der Markt sich beruhigen wird, gehe ich davon aus, ist der DAX in einer unglaublich starken Position, recht dynamisch auf neue Allzeithochs auszubrechen. Ich bin weiterhin skeptisch in Bezug auf europäische Aktien, auf deutsche Aktien, aber nichtsdestotrotz, das, was wir hier zumindest aktuell zu sehen bekommen, ist ein wirklich relativ starkes Signal seitens des DAXes. Also auch hier, es schwingt mit, ihr könnt sehen, ich würde jetzt nicht einfach reinhalten in diese aktuelle Schwäche und es ist auch nicht gesagt, dass wir schon fertig sind. Wir sollten das so ein bisschen abwarten vielleicht, aber nichtsdestotrotz, wir gehen schon jetzt in Richtung Sentiment extrem und so eigentlich wirklich Neues mit vielleicht neu in Anführungsstrichen ist nicht geliefert worden. Also, dass die Fed sich zinstechnisch restriktiver präsentiert, das hatten wir durchaus schon erkennen können auf der letzten Fed-Sitzung. Wir werden gleich ja noch einen Blick werfen, wie gesagt, aufs Fed-Watch-Tool. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass sich einige FED-Mitglieder, das muss man immer so ein bisschen dann auch im Gesamtkontext sehen, für eine schnelle Reduktion der aufgeblähten FED-Bilanz ausgesprochen haben. Wie gesagt, ich glaube, dass die FED besonders ausgehend von ihren Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, hier besonders im Gesamtkontext aktuell sehr, 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 sehr vorsichtig agieren wird. Denn das Letzte, was man jetzt braucht in der aktuell sowieso gesellschaftlich angespannten Situation, das ist ja nicht nur hierzulande der Fall oder über den gesamten europäischen Kontinent und ich sag mal in Anführungsstrichen, die Nerven scheinen blank zu liegen, auch bei vielen Politikern in diesem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich dachte gestern erst, dass ich es mich verlesen hätte. Ich habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt, aber in den Abend hinein nahm das dann doch ziemlich Momentum auf, dass Herr Macron in Frankreich wohl eine ziemliche, ja, teilweise schon sehr diktaturenähnliche Rhetorik angeschlagen hat in Bezug auf die Ungeimpften. Ich glaube, das französische Wort, was er nutzte, war immerder oder irgendwie sowas. Der eine oder andere, der Französisch kennt, ich habe nie Französisch gehabt, deswegen, aber ein französisches Wort kenne ich auf jeden Fall und das ist, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, aber es ist im Gesamtkontext zu sehen. Also es ist merde, also immerder ist mehr oder minder mit Punkt, 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 einschmieren, so im übertragenen Sinne. Also das ist eine unfassbar harsche Rhetorik. Er hat behauptet, dass oder gesagt, dass Ungeimpfte für ihn auch keine vollwertigen Mitglieder mehr der Gesellschaft sind. Also man überlege mal, das ist das französische Staatsoberhaupt, das sich derart äußert. Solch eine Rhetorik, die schlägst du nicht an, wenn du souverän bist. Solch eine Rhetorik schlägst du nicht an, wenn du Herr der Lage bist. So würde ich das interpretieren. Und es ist befremdlich, von einem Staatsoberhaupt solche Worte gewählt zu sehen. Aber wir sehen das rund um den Globus, auch hierzulande, auch unsere Politiker verlieren mehr und mehr die rhetorische Kontrolle. Und das ist eben durchaus erwartbar gewesen vor dem Hintergrund all der Widersprüche und Lügen, in die man sich im Laufe der letzten Monate verstrickt hat, der Panikmache, der Angstmache, die stattgefunden hat. Und das bezieht sich, wie gesagt, nicht nur auf Europa, sondern auch eben auf die USA. Und da kommen wir wieder zurück zur Fed. Joe Biden ist, glaube ich, derzeit so unpopulär wie noch nie zuvor in seiner Präsidentschaft. Ich habe mir jetzt diese Umfrageergebnisse angeschaut, also da habe ich meinen Konsum deutlich reduziert. Keine Ahnung, wo er steht, aber auf jeden Fall weht ihm dort wohl politisch ein unfassbar eisiger Wind entgegen. Seiner gesamten Administration. Und in diesem Zusammenhang das Letzte, und dann sind wir wieder bei den Märkten, warum das relevant ist oder warum das brisant ist am aktuellen Fall. Das Letzte, was du jetzt brauchst, ist ein potenzieller Crash an den Aktienmärkten. Ich hatte schon gesagt, das, was du eigentlich versuchen möchtest, im Gesamtkontext, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Spannung, die sich mehr und mehr aufbauen, ist jetzt
auch noch Verwerfung an den Finanzmärkten eben zu sehen zu bekommen, erhöhte Volatilität und dann im Grunde genommen diejenigen, welchen, die sich vielleicht, ich sag mal, jetzt sehr plump, sehr grob formuliert, aber zurückhalten mit ihrer Skepsis oder mit ihren kritischen Worten, weil sie in Anführungsstrichen was zu verlieren haben, weil sie vielleicht über diesen Run an Aktien eben in den USA dann, aber auch hier in Europa, hauptsächlich aber jetzt der Fokus auf den US-Märkten, eben Wohlstand akkumuliert haben, dass sie sich deswegen bedeckt halten. Und wenn diese jetzt ebenfalls scharfe Rücksetzer sehen, auch wirtschaftliche Konsequenzen sich in irgendeiner Form abzeichnen, besonders eben mittelständische Unternehmen, kleinere Unternehmen eben unter Druck geraten, die auch massiv von der billigen Notenbankliquidität profitieren, dann könnte das ziemlich brisant werden, welche die Situation, die sich dort darstellt. Und das wiederum führt uns jetzt dazu, weswegen ich jetzt nicht so wirklich davon überzeugt bin, dass das, was dort, ja, was da gestern kommuniziert wurde oder sich zwischen den Zeilen rausliest, dass das in irgendeiner Form wirklich nachhaltiger Natur ist. Weswegen ich grundsätzlich eigentlich davon ausgehe, dass man in Anführungsstrichen dieses Spiel und dieses Mehr an Liquidität weiter vorantreiben wird. Man wird irgendwelche Gründe, man hat ja wunderbar eine Basis geschaffen. Omikron ist ja allgegenwärtig und man hat versucht, Panik zu schüren in dem Zusammenhang, was ja auch an der einen oder anderen Stelle gelungen ist, beziehungsweise die Medien halten ja diesen Panikmodus aufrecht. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern das gilt, wie gesagt, auch global. Und wir haben in diesem Zusammenhang eben jetzt natürlich die Möglichkeit, dann darauf zu verweisen, naja, schaut mal, Omikron, Unsicherheit. Ja, wir haben jetzt eine Zinsanhebung für März. Ich zeige das mal ganz kurz hier gleich grafisch. Mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit, die da eingepreist wird. Also ich habe hier das FedWatch-Tool aufgemacht und dann habe ich da oben den Tab 4. Verzeihung, 16. März. Hier, ich habe auf den Mai geklickt gehabt. Aber auch hier, da kann man es erkennen. Hier sind es jetzt 70%. Gestern, die Swap-Märkte sind sogar bei 80% gewesen. Also, aber auf jeden Fall deutlich oberhalb von 50%, dass die Marktteilnehmer eine Zinsanhebung seitens der Fed jetzt erwarten. Direkt im Anschluss an die vollständige Rückführung der Anleiheaufkäufe. Und hier hast du natürlich jetzt eine super Möglichkeit, sobald die Wohler ein bisschen unangenehmer wird und der Markt anfängt eben stärker zu schwanken, hast du hier an dieser Stelle natürlich die Möglichkeit zu sagen, naja, nicht zu restriktiv. Wir werden Zinsanhebungen auf den Weg bringen. Ja, das suggeriert der Dotplot. Ja, das ist gerechtfertigt. Ja, wir wollen dem Inflationsdruck entgegentreten. Aber macht euch mal keine Sorgen. Wir werden das moderat auf den Weg bringen. Reduktion der Anleiheaufkäufe, die dann zurückgefahren ist, beziehungsweise sogar Reduktion unserer aufgeblähten Bilanz. Die schieben wir auch erstmal auf die lange Bank, solange hier die konjunkturelle Aussicht trüb ist, beziehungsweise sich nicht so prosperierend darstellt, dass ein solch restriktiver geldpolitischer Kurs gerechtfertigt ist. In die Richtung wird es dann kommunikativ eben tatsächlich gehen dürfen. Und deswegen bin ich da in diesem Zusammenhang noch durchaus zurückhaltend und sehe da noch nicht den großen Crash, der sich auch, wie gesagt, also hoppala, da kommen wir gleich drauf, der sich auch in dem Zusammenhang jetzt erstmal im DAX fast überhaupt gar nicht zeigt. Aber beispielsweise auch, wenn wir hier mal auf den Tech-Bereich jetzt schauen oder den S&P erstmal, der ist jetzt unter 4.700 Punkte gerutscht. Das sieht nach potenziellem Fehlausbruch auf der Oberseite aus. Potenzielle Mini-Doppeltop-Struktur. Wir erinnern uns dran, wir hatten in dem Zusammenhang ja gestern den Hinweis, der absolut gerechtfertigt war, aber wo die vollständige Top-Struktur erst mit wirklich Unterschreiten oder Bruch aus dem Aufwärtstrendkanal im Falle des Nasdaq dann gegeben ist. Da blicken wir gleich drauf. Wie gesagt, schauen wir uns das Bild ganz übergeordnet an. Also machen wir mal einen Schritt zurück, gucken uns das nicht auf der Intraday-Ebene an und sehen hier diesen potenziellen Flash-Out-Sellout-Moment. Und wir sehen die Beschleunigung. Also wir sahen so einen leichten Abgabedruck, aber die wirkliche Beschleunigung, die folgte dann erst ab 20 Uhr. Und da ist der Kausalzusammenhang ganz klar gegeben mit dem Fed-Sitzungsprotokoll. Also vorher stellte sich der Markt alles in allem moderat da und dann kam eben hier dieser Push auf der Unterseite, weil sich dieser restriktive geldpolitische Kurs abzeichnete. Also das ist der aktuelle Treiber, das ist das, was den Markt bewegt und das ist das, wo wir unsere in Anführungsstrichen Ohr an der Street haben sollten, beziehungsweise worauf wir achten sollten. Auch im Hinblick auf den Verweis auf den Arbeitsmarkt. Wir haben morgen die Non-Farm-Payrolls, gestern ADP-Zahlen, die war schon sehr positiv. Wir haben wieder jetzt so ein Umfeld, was vielleicht sogar verstärkter noch für ein gute News sind schlecht für Aktien, schlechte News sind gut für Aktien spricht, weil schlechte News vom Arbeitsmarkt, schwache Arbeitsmarktzahlen, die sprechen eher dann dafür, dass ein geldpolitisch expansiverer Kurs über das jetzt erwartete Maß hinaus gegeben sein wird. Also eher positiv sich dann auf Aktien widerspiegeln oder niederschlagen könnte. Aber wie gesagt, wir sehen hier jetzt mal zurückkommend auf das Sitzungsprotokoll, eben ausgehend von eben der 4.770 Abgabedruck, haben im Bereich der Tagestiefs dann geschlossen. Hier, das ist die letzte Kerze um 4.700 Punkte und sehen jetzt eben erste Stabilisierungsversuche, eine erste kleine Aufhellung, sobald wir über 4.710 laufen würden. Das wäre ganz kurzfristig. Das wäre hier so ein Bereich. Nichtsdestotrotz, das Risiko besteht natürlich, dass wir hier, jetzt gehen wir mal vom Stundenchart oben rechts gleich auf den Tag. Nichtsdestotrotz, wir sollten natürlich übergeordnet sehen, wir sind weiter klar bullish. Nichtsdestotrotz,
Abgabedruck bis in Gefilde 4600 Punkte und somit ein Test, der unseren Aufwärtstrendkanal begrenzt, ist natürlich weiter eine ernstzunehmende Option. Und vor diesem Hintergrund und diesem, aber auch hier, also schaut euch das an, also das ist nichts, also das ist maximal ein Sturm im Wasserglas, also bis jetzt jedenfalls. Das kann sich noch beschleunigen, das steht außer Frage, aber bis hierhin ist da nicht wirklich was passiert. Und das im Gesamtzusammenhang, wenn man sich dann eben auch die gewählte Rhetorik dann über Twitter zum Beispiel anschaut, also soziale Medien so als Sentimentbarometer nimmt, dann ist das schon erstaunlich, wie wenig Abschläge in der Lage sind, ein massives Maß an Skepsis, Sorge und dergleichen eben zu befeuern, was mich unterm Strich recht positiv eingestimmt für das übergeordnete Bild, weil genau diese Skepsis am Ende das Fuel sein wird für weitere bullische Action, denn früher oder später wird es dann so ein Chasing wieder geben, wo alle sagen, ah, ist doch alles gar nicht so schlimm und dann versuchen ihre Aktien auf sicherlich größtenteils Value-Titel zu bekommen, besonders im Mittelpunkt steht dann Fang Man oder dann ergänzen auch vielleicht noch eine Tesla in diesem Zusammenhang, dass dann eben starke Wachstumsaussichten hier nachgefragt werden, ganz zu schweigen mal davon, wenn das auch noch befeuert wird durch billiges Notenbankgeld. Und deswegen ist das alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es ist noch nicht gesagt, dass wir nach unten fertig sind. Wie gesagt, ein Flashout im S&P dann in Richtung hier der 4600er-Region ist durchaus noch im Bereich des Möglichen, sollte man in Betracht ziehen. Aber desto skeptischer das übergeordnete Bild wird, desto weniger Grund zur Sorge gibt es. Besorgniserregend, wirklich besorgniserregend dann übergeordnet wäre, wenn wir aus diesem Aufwärtstrendkanal ausbrechen und ganz besonders, wenn wir unter 4500 Punkte rutschen würden. Das würde korrespondieren dann auch mit einem Test wiederum der 200-Tage-Linie, sehr wahrscheinlich. Ja, auch da muss man sehen, wir handeln substanziell oberhalb und das ist erstmal übergeordnet, ein grober Filter, der klarlegt, wir sind weiter in einem Bullenmarkt. Sollten wir dann unter früher oder später die 200-Tage-Linie rutschen, dann wird es sicherlich unbequem. Aber ich gehe davon aus, dass die Fed eher früher als später hier auf den Plan treten wird und in Aussicht stellen wird, macht euch mal keine Sorgen, wir haben alles im Griff. Bis hierhin haben wir jetzt von 4.800 Punkten, 10% Korrektur wären ungefähr 500 Punkte. Da müssen wir auch mal überlegen, da landen wir, selbst dann landen wir unter sogar der 200-Tage-Linie und würden in dem Fall eben eine Korrektur sehen, die größer 10% wäre. Das wäre dann in diesem Zusammenhang vielleicht ein Grund, erstmalig eine Fed zu sehen die oder zu erwarten, ganz besonders, wenn sich diese Beschleunigung jetzt auf der Unterseite, wenn sich das nicht von selbst reguliert, so möchte ich es mal sagen, und diese Antizipation dann eines expansiven geldpolitischen Kurses in Abgabedruck eben einfängt, dass das eben dann die Fed auf den Plan ruft. Wie gesagt, also bis hierhin, es ist erstmal nicht viel passiert. Schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Es ist noch nicht gesagt, dass wir fertig sind auf der Unterseite. Im Falle des S&P 4.6 ist durchaus eine einzunehmende Option, dass wir die anlaufen. Sobald wir allerdings die 4.7.10 hier, dieses Zwischenhoch, rausnehmen können, ist das Bild jetzt noch nicht, hält sich noch nicht deutlich auf, aber es ist zumindest mal so, dass dann die Bären in Anführungsstrichen so ein bisschen den Vorteil, das Ruder abzugeben scheinen. Mal schauen, ob die Bullen es dann übernehmen oder ob wir erstmal so ein bisschen seitwärts auspendeln an dieser Stelle. So, das also zum Nasdaq. Wie gesagt, ein Blick hier auf den, Entschuldigung, zum S&P, jetzt ein Blick auf den Nasdaq. Da sieht das ein bisschen angeschlagener aus, das Bild, weil natürlich besonders Growth-Titel und besonders Tech-Titel durch diesen geldpolitischen, restriktiveren Kurs natürlich eher unter Druck geraten, weil die sehr, sehr stark gelaufen sind. Diese relative Schwäche hat sich schon in einigen Titeln, die den Wachstumsausblick in Folge dann Supply Chain Issues, Bottlenecks, nennt man das dann, also das sind so eine Flaschenhälse, kann man sich das vorstellen, dass man einfach eine einerseits sehr starke Nachfrage nach Produkten hat, um eben zum Beispiel die Produktion wieder auf das Vorkrisenniveau in Anführungsstrichen hochzufahren, allerdings eben Schwierigkeiten hat, die Lieferung für diese jeweiligen Rohstoffe, die man beispielsweise dann plant zu verarbeiten, eben die zu erhalten und das dann dazu führt, dass in Ergänzung mit dem Unmengen an Liquidität eben entsprechend es zu massiven Preissteigerungen kommt, die sich natürlich auf die sogenannten Gesamtgewinnmargen der jeweiligen Unternehmen eben dann niederschlagen und das wiederum dann dazu führt, dass wir eben eine Reduktion des Wachstumsausblicks, also zum einen Umsatz, aber auch beispielsweise EPS, also Gewinn pro Aktie, eben entsprechend zu sehen bekommen. Und diese negativen Auswirkungen, die haben halt bei einigen sehr stark gelaufenen, ich nenne sie jetzt mal Pandemie-Titeln, also jetzt Zoom in dem Zusammenhang ist vielleicht ein bisschen problematisch, weil Zoom ist ein Tool, wo ich Online-Konferenzen abfahre. Dafür brauche ich jetzt nicht irgendwelche Hardware oder dergleichen. Anders sieht es allerdings dann aus, beispielsweise im Hinblick auf Na,
Was ist das Stichwort, was ich jetzt suche? Halbleiter, Semiconductor. Beispielsweise im Elektromobilitätsbereich spielt das eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Halbleiternachfrage, dass die sehr, sehr stark ist, das spiegelt sich beispielsweise wieder. Zum einen Titel wie AMD oder in Micron, das sind eben dann, also besonders AMD an der Stelle eben, das sind dann Titel, die davon massiv profitieren, während eben zeitgleich sich so ein bisschen die Frage stellt, zum Beispiel bei Elektromobilitätsanbietern, sind die in der Lage, durch diese Lieferengpässe oder durch die Angebotsengpässe, die sich dort eben abspiegeln, sind die in der Lage, hier weiter in dem suggerierten Maße zu produzieren. Ne? Da sind wir zum Beispiel dann bei Kandidaten wie Rivian oder beispielsweise, die sind jetzt jüngst an die Börse gegangen, oder auch beispielsweise auch eine Li oder Nio oder eine XPeng. Und da ist das Erstaunliche, dann sind wir nämlich bei zum Beispiel einer Tesla, dass die sich davon überhaupt nicht beeindruckt zeigen. Also die haben da offensichtlich Mittel und Wege gefunden, diese Lieferengpässe eben irgendwie zu umschiffen und diese an sie gestellten Wachstumsaussichten eben weiter eher nicht nur zu erfüllen, sondern sogar übertreffen zu können. Und genau da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Aber unterm Strich, wir kommen jetzt mal kurz zurück, wir gehen schon ein bisschen sehr, sehr in die Tiefe und in die Details und Einzeltitel. In dem Fall ist es eben im Hinblick auf jetzt den Tech-Sektor zunächst einmal so, Growth-Sektor so, dass der von solch einer Verknappung der Liquidität in Ergänzung zu diesen Bottlenecks oder beziehungsweise diesen Lieferengpässen natürlich dann verstärkt unter Druck gerät und dass dann eben auch hier ganz besonders das Problem zutage tritt, dass eben die jetzt diese Rallye aufrechterhaltenen Big Tech Names, also Apple, Amazon beispielsweise, Facebook oder Nvidia auch, dass die eben hier Korrekturen sehen, die dann eben den breiten Markt in der Lage sind, auch stärker unter Druck zu bringen. Aber auch da muss man sagen, naja, was ist passiert? Also wir sehen hier eine topische Tendenz, aber es ist im Gesamtkontext erstmal nichts anderes als eine bullische Konsolidierung, die wir sehen. Wir laufen jetzt in den Bereich der unteren Range-Konsolidierung. Also mal gucken, ich ziehe das mal. Mach das mal nicht gestrichelt, sondern wir ziehen mal die Linien durch, dann sieht das ein bisschen imposanter aus. So. Ja. Wir handeln immer noch in einem Aufwärtstrendkanal. Natürlich, dieser gestrige Run jetzt hier, der Fall unter die 16.000er-Marke, ich glaube, ich hatte sogar die 16.000 relativ konkret genannt gehabt, hatte dann auf der Unterseite als nächsten Bereich so die 15.600er, 15.500er-Region hier tatsächlich im Mittelpunkt. Mir ist heute früh übrigens aufgefallen, ich habe im Zusammenhang mit dem DAX 15.6 geschrieben. Deswegen, jetzt macht es gerade Klick. Ich habe beim DAX 15.6 geschrieben, dann tatsächlich die 15.8, die 15.6 war aus dem Nasdaq. Also, weil wir hier in ähnlichen Gefilden eben tatsächlich handeln, punkttechnisch. Also die 15.6, die ist das Level, welches im Hinblick auf den Nasdaq von Interesse ist. Aber auch hier, wir handeln deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie, wir handeln immer noch innerhalb unseres Aufwärtstrendkanals. Wir bekommen jetzt ein bisschen so ein Top-out bzw. eine bullische Konsolidierung zu sehen, trotz, das ist ganz wichtig, trotz des Umstandes, dass wir hier einen deutlich restriktiveren geldpolitischen Kurs in Aussicht gestellt bekommen seitens der Fed, von dem Tech-Titel besonders profitieren. Das ist immer noch eine relativ starke Performance. Und genau deswegen auch hier wäre ich sehr vorsichtig, jetzt hier den großen Crash eben vorauszusehen oder zu erwarten, dass wir hier einen substanziellen Bruch tiefer zu sehen bekommen. Er ist eine Option, das steht außer Frage. Es gilt, vorsichtig zu sein. Aber dann sind wir wieder vielleicht auch in gewisser Form in so einem Umfeld, wo ich dann vielleicht sogar fast so sagen würde, vielleicht gehört den Mutigen auch hier mal wieder die Welt. Dass ich eben sage, eigentlich ist dieser Hype und auch jetzt zum Beispiel dieser Gap Close, wir werden es gleich bei Tesla zum Beispiel sehen, der ist jetzt nicht 100% stark positiv korreliert zum Nasdaq, aber nichtsdestotrotz einer immer noch der stärksten Wachstumsziele, den die Street einfach zu bieten hat. Und die fundamentale Situation, die hat sich ja nicht geändert. Ganz im Gegenteil, die stellt sich sogar noch attraktiver dar, als sie sich vor einem Monat darstellte. Und in Ergänzung hierzu haben wir jetzt im Grunde genommen infolge dieser übergeordneten Korrekturbewegung, die der Markt auf den Weg gebracht hat, Chance-Risiko-Verhältnis, welches nochmal vielfaches attraktiver ist für Long-Engagements vielleicht. Und also, das bedeutet etwas anders formuliert. Solange wir hier eben diese Konsolidierung jetzt voranschreiten sehen, aber innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals verweilen, nicht aus dem auf der Unterseite rausbrechen, vielleicht sogar unter die 200-Tage-Linie brechen, bekommen wir in diesem Zusammenhang einfach Konstellationen zu sehen, die Chance-Risiko-Verhältnis technisch long sehr attraktiv
attraktiv anmutet. Ich muss natürlich vorsichtig sein, dass ich mich jetzt nicht zu stark auf eine Seite eben schlage hier an der Stelle. Wie gesagt, ich habe die Option, dass es einen Break tiefer geben könnte. Den habe ich auf dem Schirm. Da würde sich dann auch ein komplettes Neumischen oder ein neues Bild herauskristallisieren. Aber was mich so ein bisschen bekräftigt in meiner Skepsis in Bezug auf diesen Abgabedruck, ist ein Blick auf das, was der Markt gerade für Volatilität bezahlt. Also hier kommen wir gleich drauf zu sprechen, vorbörslicher Handel. Man sieht hier Tesla bei 1070 Dollar, hat dieses Gap jetzt hier, dieses Delivery Earnings Gap, welches dort am Sonntag dann zu dem Gap up am Montag und diesem massiven Run und Test der 1200er Region gesorgt hat, hat das jetzt deutlich hier schließen können oder schließt dies eben tatsächlich. Darauf schauen wir aber gleich. Ich will ganz kurz mal hier einen Blick zeigen. Wo haben wir denn? Da. Was ich erstaunlich finde, ist ehrlich gesagt, oder beziehungsweise was mich bestätigt, so will ich es bezeichnen, ist das, was uns der VIX hier präsentiert. Markets in Turmoil, alle Welt scheint irgendwie aufgescheucht durch die Gegend zu rennen und alle sind nervös und ist das jetzt das Ende, ist der Crash voraus und dergleichen. Wir erinnern uns mal daran, die Zinsniveaus, die wir jetzt hier angelaufen sind, die haben wir schon mal zu sehen bekommen, das war letztes Jahr im März. Im März sind wir ebenfalls hier schon damals auf über 1,7% zeitweise gelaufen. Das sind jetzt gestern die höchsten Niveaus seit eben genau dieser Phase gewesen. Diese Niveaus, ganz kurz nochmal zurückkommt hier im März, das war letztes Jahr dort der letzte Pull-in, der stattgefunden hat. Dieser Rollover damals ging 13,6, 13,7 ungefähr, wo wir dann bis 12.300 Punkte gelaufen sind und von dort einen sehr starken Drive höher zu sehen bekommen haben. Kurz das nochmal überrollen in dem April, Anfang Mai, aber dann von dort immer weitere Aufschläge zu sehen bekommen haben. Und die damaligen Turbulenzen und diese anziehenden Zinsen, die haben schon erstmalig Sorgen auf den Weg gebracht. Die haben auch im Hinblick auf Tesla zum Beispiel für eine scharfe Korrektur gesorgt. Also Tesla nehme ich jetzt mal so als Stellvertreter für Wachstumstitel an der Stelle. Und wenn wir jetzt mal hier uns den Volatilitätsindex anschauen, da sehen wir letztes Jahr im März, da war hier wirklich, da war Feuer im Laden. Also da hat man wirklich gesehen, da kam richtig Nervosität auf. Wir sind damals auf über 30 Punkte im VIX gesprungen, hier auf der Oberseite. Die Turbulenzen haben sich lange Zeit vorangeschrieben und wir sind dann in den Folgewochen, also bis Ende oder Mitte April und dann nach kurzem Spikes hier nochmal im Mai über die Sommermonate in wirklich unglaublich ruhige Gewässer mehr oder minder gelaufen. Trotz der damals ebenfalls auf diesem Niveau verweilenden Volatilitätsniveaus. Gestern, also wenn man sich diese Spikes jetzt damals anschaut, gestern sind wir Zeit, also wir strengen uns gerade an, die 20-Punkte-Marke zurückzuerobern. Ja, also um das einzuordnen, um das zu übersetzen, Volatilität ist der Preis, den ich dafür zahle, dass der Markt stärker schwankt, beziehungsweise die Prämie, die ich für Versicherung oder Absicherung meines Portfolios bezahle. Und in einem wirklich Risk-off-Marktumfeld, in einem Umfeld, welches wirklich jetzt von Sorge umtrieben ist oder umgeben ist und wo wirklich der große Crash in Anführungsstrichen bevorsteht, da willst du dann auch entsprechend bezahlt werden als Versicherungsgeber, also der die Versicherung verkauft, der Stillhalter dieser Option oder beziehungsweise an der Stelle der Volatilität. Und was wir hier zu sehen bekommen, ist das komplette Gegenteil. Der Markt, der ist verhältnismäßig ruhig. Also anders formuliert, bei aller Berichterstattung, bei allen Szenarien, Horrorszenarien, Spikes in Zinsen, skizzierten Szenarien im Hinblick auf anziehende Volatilität, bei zeitgleich anziehenden Zinsen, bei Inflationsdruck, der sich aufbaut und dergleichen, Kontrollverlust der Notenbanken und so weiter. Wenn das wirklich gegeben wäre und wenn das der Bias unter den Marktteilnehmern wäre, dann würde sich das hier mit Sicherheit widerspiegeln im Optionsbereich und im Volatilitätsindex. Nicht, dass die breite Masse auch mal schief liegen kann, also sprich der Markt hier an dieser Stelle und auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann könnte es wirklich brisant werden. Aber nehmen wir das jetzt mal nur gegeben aus den aktuellen Umständen, sehen wir keinen wirklichen Grund, hier nervös zu werden. Ganz im Gegenteil, also das bestätigt mich eher in meiner Einschätzung, dass das Chance-Risiko-Verhältnis technisch für die Long-Seite attraktiver wird. Und das, was eben jetzt den Kreis schließend, was die Sache so interessant werden lässt, ist, dass wir
Level haben, gegen die wir riskieren können. Also sprich anders formuliert, wir wissen, wann wir falsch sind. Es ist jetzt nicht gesagt, dass es genauso kommen wird. Es kann durchaus sein, wir gehen jetzt long, weil die These als solche sich derart formulieren lässt. Chance-Risiko-Verhältnis technisch, wir hier ein attraktives Szenario vorfinden. Aber das Risiko ist weiter gegeben. Das beinhaltet das Wort Chance-Risiko-Verhältnis. Das bedeutet etwas anders formuliert, wir müssen dann natürlich uns die Frage stellen, wo wären wir denn falsch? Und wir wären falsch in dem Moment im Nasdaq dann an der Stelle beispielsweise, wenn wir hier unter die Abwärtstrendkanalbegrenzung rutschen würden. Also sprich, wenn wir hier unter 15.300 Punkte fallen würden, dann wäre realistisch denkbar, dass es mindestens einen Test geben würde, nochmal der 200-Tage-Linie und 15.000 Punkte. Und dort würden wir dann einfach die Karten neu mischen. Da würden wir dann entsprechend schauen, wie sich das Bild weiter darstellt. Aber bis dahin finden wir hier im Gesamtumfeld eigentlich eher einen Grund, die Long-Seite zu favorisieren. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum DAX. Jetzt haben wir den Nasdaq bzw. den S&P. Im Hinblick auf den DAX ist eben das, was hier erstaunlich ist, die relative Stärke, die der gerade produziert oder fabriziert. Also wie gesagt, längerfristig möchte ich ungern eigentlich deutsche Aktien im Portfolio halten, aber kurzfristig ist der DAX vielleicht hier ein potenziell bullischer Outperformance-Kandidat, der, sobald sich dieses Bild beruhigend darstellt, dann eben entsprechend diesen Breakout hier auf der Oberseite, Markierung neuer Allzeithochs über 16.300 Punkte und dergleichen eben dann befeuert. Und ja, nunmehr, ich hatte heute früh schon bereits, ich will das mal ganz kurz hier zeigen. So, ich hatte heute früh hier auch im Hinblick auf die DAX Open Range zum Beispiel dann ein Szenario eben skizziert gehabt. Intraday-Vorteil oberhalb, da kann man sehen, Attacke haben wir zu sehen bekommen. Das ist genau dieser Bereich hier. Ja, oberhalb haben wir aber dennoch uns halten können. Eher long, übergeordnet bleibt die Inflection 16.000. Wenn wir drunter fallen, dann haben wir die 15.800 als Ziel, aber wir haben uns jetzt deutlich dieses Niveau halten können. Und jetzt machen wir uns gerade auf in Richtung der bis dato ausgebildeten Open Range Highs. Das ist so der Bereich 16.150 Punkte. Wenn wir die rausnehmen, ist das nächste aktivierte Kursziel im Bereich um 16.300 Punkte. Wir hängen dann jetzt natürlich davon ab, wie sich die US-Märkte präsentieren. Grundsätzlich koppelt sich der DAX da gerade so ein bisschen ab von dieser Sorge in irgendeiner Form. Sobald sich das Bild beruhigt, wie gesagt, und zumindest ein Bounce sich abzeichnet, spricht wenig dagegen, dass der DAX einen Break höher zu sehen bekommt. Wir haben gestern schon den Optionsbereich auch herausgestellt. Ziel oberhalb von 16.3 dürfte dann wahrscheinlich zunächst im Bereich um 16.500 Punkte liegen. So, ja, Tesla als Einzeltitel, da blicken wir jetzt nochmal ganz kurz drauf, hat gestern natürlich ebenfalls starken Abgabedruck gesehen, aber nochmal. Das übergeordnete Bild hat sich für die Aktie fundamental nicht eingetrübt. Ganz im Gegenteil, es ist eher damit zu rechnen, dass wir Ende des Monats dann, ich gehe mal ganz kurz übrigens auf die Webseite, Moment, und zwar auf dem Markets findet ihr hier nämlich die Möglichkeit, die Earnings Season euch anzuschauen. Das ist jetzt die englischsprachige Version oder Webseite. Aber hier haben wir das Q3, Moment, 21, ist die nicht geupdatet? Oh, das ist überraschend. Okay, das passiert zeitnah noch. Okay, also die Seite ist noch nicht geupdatet. Hätte jetzt ehrlich gedacht, dass da. Nee, okay, alles klar. Also da kommt früher oder später kommt der Q4, kommt da rein. Dann machen wir das über Google. Tesla Earnings. So, Tesla Earnings. Wo haben wir sie? Vielleicht sollte ich das nochmal erweitern. Q4 2021. 4 days ago. January, fourth quarter. Das ist ja interessant. Okay. Haben die das tatsächlich noch nicht angekündigt, wann die veröffentlicht werden? Also es überrascht mich jetzt, dass die Zahlen noch nicht, also dass noch nicht bekannt ist, wann die geliefert werden. Ich hatte schon so eine Idee, dass das sich noch ein bisschen hinauszögert offensichtlich. Und zwar, ich habe bei Earnings Whisper, bei Twitter habe ich gesehen, das gilt nicht nur für Tesla, da gibt es einige, die hier sich erstmal zurückhalten. Ich will das mal ganz kurz, das sind gleich die Quotes von den diversen Fed-Offiziellen. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Earnings Whisper, das ist immer die Webseite, die ich da ansteuere. Und das fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wo haben wir es denn? Da. Das ist der Earnings-Kalender. Der war vom 3. Das war also am Montag. Das waren die bis jetzt confirmed, also die besteht oder die
ja, bestätigten Earnings Releases, wer da Earnings eben angibt. Und da kann man eben beispielsweise eine Tesla noch nicht drin finden. Also hier jetzt für die nächsten 4, 5 Wochen ist es an dieser Stelle. Also da fehlen noch einige Kandidaten, die das bis jetzt noch nicht angekündigt haben. Ich würde mal davon ausgehen, dass das irgendwo hier in dem Bereich wahrscheinlich, also ich sag mal, 4. Januarwoche, ja, wahrscheinlich 4. Januarwoche, so in dem Bereich wahrscheinlich dürfte Tesla seine Zahlen dann vorstellen. Also man kann auf jeden Fall an den diversen hier aufgeführten Unternehmen sehen, es ist noch nicht vollständig die Liste. Also mit der Zeit wird das erst dann kommuniziert, wann man denn plant, diese Earnings dann hier zu releasen. Aber kommen wir zurück zu dem eigentlichen Thema. Sobald wir das Datum haben, können wir das natürlich dann noch en Detail abarbeiten oder abfrühstücken. Ist es davon auszugehen, dass es eine nicht nur sehr, sehr starken Beat geben wird infolge der Deliveries, die man jetzt gesehen hat fürs vierte Quartal. Und wo man dann vielleicht auch schon einen Teil dieser bereits eingepreist hat mit diesem Pop und Drive in Richtung der 1200er Region. Sondern was ich mir auch vorstellen kann im Hinblick dann ist, dass man eine sehr signifikante Anpassung der Full Year Guidance auch für das gesamte Jahr 2022 gibt und im Hinblick eben auf die auszuliefernden Fahrzeuge. Und es ist durchaus realistisch, dass man hier eben 2 Millionen, eine Produktion von 2 Millionen Tesla tatsächlich erwarten sollte. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starker Wachstumsausblick, der auch in keinster Form bis jetzt von der Street, von den Analysten und dergleichen erwartet wurde, was wiederum unterstreicht, dass diverse Portfolio Manager hier entsprechend Tesla underweight, nicht underperformed, underweight sein dürften in ihrem Portfolio und demnach Titel nachfragen müssen. Und dass sich dieses Bild noch nicht eingetrübt hat oder beziehungsweise irgendwie jetzt dieser Wachstumsausblick nicht in irgendeiner Form widerspiegelt, sondern stattdessen wir diese Korrekturbewegung, die hier stattgefunden hat, durch einen externen Faktor getriggert gesehen haben und dieses Gap jetzt dabei sind zu schließen bis 1060, scheint es mir CRV-technisch durchaus attraktiv, genau diese Region hier für Long-Engagements in Betracht zu ziehen. Also das sieht natürlich jetzt nach diesem sehr, sehr scharfen Run höher wieder nach einer Konsolidierung aus, aber desto tiefer wir rutschen bis in Gefilde, sage ich mal, um 1000 US-Dollar Pi mal Daumen, desto attraktiver wird eigentlich mit Ausblick auf diese Guidance und diese kontinuierlichen Revisions auf der Oberseite, diesem starken weitergegebenen Wachstumsausblick, desto attraktiver wird es CRV-technisch, meiner Einschätzung nach. Auch hier habe ich dann längerfristig betrachtet natürlich aber ein ganz klares Level, gegen das ich riskieren würde. Sobald wir unter 900 rutschen und unter 900 schließen würden, wäre es an der Stelle so, dass dieses Bild nicht mehr gegeben wäre und ich dann meine Position neu ausrichten oder überdenken sollte. Aber tatsächlich ist dieser Pop-in oder dieser Pull-in, den wir jetzt hier zu sehen bekommen und dieser Gap-Close, ich finde nicht unbedingt der unattraktivste Bereich, gegen den man es nochmal long versuchen könnte. Wie gesagt, mit einem längerfristigen Trade, den man auf den Weg bringt, Stop unterhalb von 900 Dollar roundabout. Denn das fundamentale Bild, das ist davon unwesentlich tatsächlich betroffen an dieser Stelle. Und ja, also das im Hinblick, wie gesagt, hier auf das Bild, wie wir es jetzt gerade bei Tesla eben vorfinden. Gap Close ist um 1060 gegeben, diesen Bereich, den würde ich genauer beobachten. Ich würde jetzt nicht zwangsläufig einfach nur long in diesen Bereich reingehen, aber nichtsdestotrotz vor dem Hintergrund dieser starken Extension jetzt auf der Unterseite, der nicht fundamental getragen, sondern eben durch den übergeordneten Trigger gefunden wird, der ehrlich gesagt vom Markt so ein bisschen belächelt wird, würde ich nicht sagen, aber zumindest mal, es spiegelt sich nicht wieder im Hinblick eben hier auf das, was wir im Volatilitätsbereich sehen. Da kommt eine Gesamtkonstellation, die, wie gesagt, CRV-technisch Tesla jetzt hier, glaube ich, ziemlich attraktiv werden lässt, weil wir auch davon ausgehen dürfen, ausgehend von den Deliveries, dass die Earnings sehr, sehr stark überzeugen dürfen und oder sehr, sehr stark sein dürfen. Ja. Also, das im Hinblick auf Tesla. Wir werfen natürlich jetzt einen Blick mal ganz kurz hier auf Gold und während ich immer weiter spreche, will ich mal kurz einen Blick werfen auf die Chatbox. Einen Moment. Oh, ich auch. Das ist übrigens, das ist ganz wichtig an der Stelle. Bin ja mal gespannt, wann beide Dip nicht mehr funktioniert. Also das sollte man auch nicht vergessen. Also the trend is your friend until it bends. Ich glaube, das war ein Ausspruch von Ed Cicotta in Market Wizards. Der geht genau in die gleiche Richtung. Und zwar, der Trend ist so lange dein Freund, bis er eben nicht mehr dein Freund ist, in Anführungsstrichen, bis er bricht. Und das sollte man durchaus auch natürlich im Hintergrund und im Hinterkopf bewahren. Also wir haben ein Umfeld, welches weiterhin bullish bleibt.
und wo man nach dieser Devise buy the dip verfahren sollte. Aber wir sollten uns klar darüber sein, dass eben ein Bruch aus diesem Aufwärtstrendkanal auf der Unterseite, im Falle vom S&P unter 4.500 Punkte, beziehungsweise im Falle vom Nasdaq aus dem Aufwärtstrendkanal und dann Drop unter die 15.000 500er Region hier ein erstes Warnsignal wäre, dass dieser übergeordnete Aufwärtstrend gebrochen ist. Aber bis dahin, bis es soweit ist, fließt halt noch ein bisschen Wasser in den Rhein runter und dieser Dip gestern, wie gesagt, es ist maximal ein Sturm im Wasserglas. Sieht natürlich auf den untergeordneten Zeitebenen brutal aus. Ne? Also auch hier sehen wir, wir haben gestern schon Abgabedruck im Nasdaq zu sehen bekommen, konnten uns um 16.100 stabilisieren und dann kam eben abwärts der Schlag mit dem Hammer ab 20 Uhr mit eben der Rhetorik, auf die wir übrigens auch mal ganz kurz eingehen wollen. Ganz kurz einen Augenblick. Mal kurz gucken. Hier. So, also einmal ganz kurz noch der Vollständigkeit halber, was die Fed Minutes, das Sitzungsprotokoll jetzt geliefert haben. Das hatte ich am Anfang versprochen. Ich habe es im großen Teil schon gesagt, aber nichtsdestotrotz, hier ist es nochmal schriftlich zusammengefasst. Also, most participants judged conditions for rate hike could be met relatively soon if recent pace of labor market improvements continued. Also, die meisten stimmberechtigten FED-Mitglieder haben die aktuellen Bedingungen hier für eine Zinsanhebung dahingehend eingeschätzt, dass diese zügig gegeben sein dürften, wenn sich die jüngste Aufhellung am Arbeitsmarkt eben fortsetzt. Das ist Punkt 1. Also, das war das, was ich meinte mit schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die morgen veröffentlicht werden. Ganz kurz. Hier haben wir die Non-Farm Payrolls, die stehen morgen auf der Agenda. Aktuell erwartet mit 400.000 neu geschaffenen Stellen. Deswegen interessant, weil gestern sind die ADP-Zahlen veröffentlicht worden, 14.15 Uhr. Die sind natürlich eigentlich komplett im Hintertreffen gelandet. Aber auch die hatten einen Konsens hier von 400.000 neu geschaffenen Stellen und haben mehr als doppelt so viele neu geschaffene Stellen veröffentlicht, 807.000. Das heißt also etwas anders formuliert, die Erwartungshaltung ist jetzt natürlich die, dass man einen positiven Datensatz zu sehen bekommt. Alles, was unter der Erwartung veröffentlicht wird, das ist sehr einfach zusammengefasst, ist eine Enttäuschung und wiederum ein eher negativer Datensatz, der aber positiv für Aktien sein könnte, weil er die Wahrscheinlichkeit einer zügigen Zinsanhebung seitens der Fed reduziert, ausgehend von dem, was man im Sitzungsprotokoll hat gestern lesen können. Dann haben wir hier Faster Rate Hikes an der Stelle. Das überrascht mich dahingehend, denn ich hatte gestern gesagt, damit rechne ich eigentlich nicht, dass solch eine Kommunikation stattfindet. Auch das hat diese Hawkishness unterstrichen. Und dann haben wir hier noch einmal Some Policymakers noted, und das war vielleicht sogar noch mal ein bisschen brisanter. Some Policymakers noted that Balance Sheet could potentially shrink faster than last time. Also, dass wir diesmal schneller als hier beim letzten Mal an gestoßene Reduktion dieser Fettbilanz nach sich ziehen oder auf den Weg gebracht sehen. Das ist ein erstaunlich hawkischer Unterton. Resultat, da haben wir gerade schon drauf geschaut gehabt, hier 70%, Swap-Märkte teilweise sogar 80% Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung bereits um 25 Basispunkte im März eingepreist. Wenn wir jetzt auf den Dezember mal hier schauen an der Stelle, da kann man erkennen, dass wir 1, 2, 3, 4. Ungefähr, dass die Wahrscheinlichkeit für vier Zinsanhebungen in den Bereich um 50% sogar gelaufen ist. Also wir müssen da von rechts hier kommen, dann entsprechend die aufsummieren. Und wir sehen aus dem aktuellen Gefilden 25 Basispunkte, nochmal 25, nochmal 25 sind drei Zinsanhebungen. Und hier können wir sehen, dass diese drei Balken sich aufsummieren zu etwa 45%, also leicht unterhalb von 46%, mal gucken. Ja, 47, 48, also so roundabout, knapp um die 50% eine Wahrscheinlichkeit, dass die Fed sogar 4,25 Basispunkt Zinsanhebung auf den Weg bringt. Gestern war die Mehrheit erstmal hier nur bis drei Zinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte. Und auch das in Verbindung mit dieser Balance Sheet Reduction ist eben das, was dort als restriktiv eben interpretiert wird. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Balance Sheet Reduction. Jetzt haben wir das nochmal vollständig gemacht. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Resultat natürlich, dieser Spike höher in Zinsen, folgerichtig fast möchte man sagen, hat Gold erneut stark unter Druck gebracht. Wir sind recht stark eigentlich in die Fed Minutes gekommen. Also ich muss ehrlich sagen, das hat wirklich gestern überrascht. Ich hatte ein wirklich bullisches Bild eigentlich nach den ADP-Zahlen. Deutlich über der Erwartung. Erinnert euch dann, was ich gesagt habe. Eigentlich erwartest du schwache Zahlen, die eher auf den Zins drücken und dann
Realverzinsung negativ werden lassen und Gold eher auf der Oberseite performen lassen und umgekehrt. Also das heißt, wenn die Zahlen dann überzeugen, sollte das eher Abgabedruck nach sich ziehen. Die Zahlen ADP haben überzeugt und Gold hat sich trotzdem bullisch präsentiert. Und wir liefen nochmal in Gefilde hier bis 8,30. Und das war für mich ein sehr, sehr starkes Signal, wo ich eigentlich dachte, dass es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, wann wir den Break höher zu sehen bekommen. Ja, und dann, wie gesagt, kommen diese hawkischen Minutes. Und genau die haben dann eben hier dazu beigetragen, dass Gold bis in Gefilde um zunächst, 810 gelaufen ist, aber jetzt in den Folgestunden eben unter sogar die 1800er Marke zurückgerutscht ist. Und dieser bullische Breakout ausbleibt. Auch hier, eigentlich hat sich das übergeordnete Bild dadurch nicht eingetrübt. Das Key-Level auf der Oberseite bleibt die 830, 835er Region, während auf der Unterseite eben der Bereich jetzt um weiterhin 1790, vielleicht 780 im Mittelpunkt des Geschehens steht. Grundsätzlich choppy, allerdings durch eben diese Gegebenheiten seitens des Zinses eher negativ, wobei das Bild, so wie ich es gerade skizziert habe, eher dafür spricht, dass wir gegen diesen Bereich nochmal aufdrehen und einen Versuch starten, die 8,30, 8,35 eben dann rauszunehmen. Und wir nach der Deviseverfahren aufgeschoben, ist noch nicht zwangsläufig aufgehoben. Zünglein an der Waage könnten dann morgen eben die Non-Farm Payrolls sein. Und ob da, das müssen wir abwarten, ob da der Break eben auf den Weg gebracht wird auf der Oberseite, welches dann weiteres Aufschlagspotenzial in den kommenden Tagen freisetzen könnte. Auf der Kehrseite droppen wir unter die 87, dann wäre nochmal denkbar, dass wir hier übergeordnet, kann man das ein bisschen besser erkennen, sogar in Richtung hier der 750er Region verkauft werden. Bis jetzt traden wir weiter im Niemandsland und warten eben auf Impulse in die eine oder andere Richtung. Mein Bias geht eher in Richtung Long für Gold, aber wie gesagt, schauen wir mal, was der Trader-Gott für uns bereithält. In Krypto sieht es überhaupt gar nicht mehr gut aus. Hier Bitcoin. Das ist ein, in Anführungsstrichen, ugly break lower, den wir hier zu sehen bekommen. Wir haben mittlerweile, oder logischerweise möchte man fast sagen, natürlich eine stärkere Korrelation zu billigem Notenbankgeld, einem schwächeren US-Dollar logischerweise, aber auch eine ganz klassische Risikoaversion, die sich eben oder beziehungsweise nicht Risikoaversion, sondern Risikoneigung oder positive Risikoneigung, die sich in Aufschlägen im Kryptobereich dann widerspiegelt. Was natürlich bedeutet, sobald du Kapitalabflüsse siehst oder Nervosität, die in den Markt kommt, schlägt die sich nochmal prozentual um ein Vielfaches stärker dann besonders im Kryptobereich wieder oder nieder. Und das haben wir dann gestern auch hier gesehen. Also sobald oder in dem Moment, als der Abgabedruck eben getriggert wurde, wobei so schlimm war das noch gar nicht direkt initial. Also wir haben es noch relativ stabil fest halten können, aber dann ab hier ungefähr Ende des Handelstages, ab 20:30 Uhr, 20:45 Uhr ungefähr, haben wir dann hier den Drop unter die 45,5 zu sehen bekommen und eine starke Beschleunigung, die in der Nacht hier, oder beziehungsweise sogar noch frühe Nacht in Anführungsstrichen, beziehungsweise kurz vor Mitternacht, einen Boden fand gegen 42,5 ungefähr. Also das heißt, wir haben hier Abschläge gesehen nochmal von 3.000, fast 3.000, ja, fast 10%, die Bitcoin dort dann Abgaben gesehen hat, also 7-8%. Und ja, nunmehr, wenn man sich das übergeordnet anschaut, jetzt mal unabhängig von der kurzfristigen Price Action, dann sehen wir natürlich hier eine weitergegebene Sequenz fallender Hochs, bärische Konsolidierung jetzt mit eben Fulfillment in Anführungsstrichen auf der Unterseite. Und was wir jetzt tun, ist im Endeffekt nichts anderes, als dass wir ein projiziertes Kursziel anvisieren sollten als Region auf der Unterseite, sprich, wir sind noch nicht potenziell fertig. Wir duplizieren einfach diese Range auf der Unterseite und haben dann unser Ziel laufend um ungefähr 40.000 auf der Unterseite, also beziehungsweise sogar noch ein Stück weit drunter. Machen wir rund 40.000. Also es kann durchaus sein, dass wir hier weiteren Abgabedruck eben noch zu sehen bekommen. Sehr interessanter Hinweis, auch ganz wichtig. Kasachstan ist nicht zu vergessen im Hinblick auf Bitcoin. Das hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen, diese politischen Unruhen, die wir gerade dort zu sehen bekommen. Jetzt würden Sie sagen, okay, warum sollte das relevant sein? Kasachstan ist der weltweit zweitgrößte Bitcoin-Miner. Und in diesem Zusammenhang sind dort natürlich die Verwerfungen, auch der Shutdown des Internets, den wir dort zu sehen bekommen und dergleichen, nicht zu unterschätzen und tragen eventuell nochmal ganz wesentlich im Gesamtkontext mit diesem restriktiven geldpolitischen Kurs und diese Risk-Off-Tendenz zu eben dem Abgabedruck hier im Kryptobereich und dann in Bitcoin eben tragen bei. Also durchaus denkbar, dass wir hier noch nicht fertig sind. Erste Aufhellung allerdings denkbar, wenn wir zurück über die 43 laufen. Ich würde jetzt nicht zwangsläufig, also nochmal, das ist jetzt nicht misszuverstehen, selbst eine Rückeroberung der 43, vielleicht auch ein Stück weit höher, 43,5, 43,6 ungefähr,
Ich würde da noch nicht zwangsläufig eine Bodenbildung sehen, sondern das favorisierte Szenario meinerseits wäre, ich zeichne das mal kurz ein, dass wir übergeordnet auch einen Bias zu sehen bekommen, der sich deutlich aufhält, eine niedrigere Volatilität, wieder einen deutlichen Fall, dann im Fall, also das VIX ist das Volatilitätsindex auf dem S&P, deutlicher Drop zurück unter 20. Wir sind jetzt noch nicht mal deutlich drüber gelaufen, aber nichtsdestotrotz, dass sich hier eben eine Stabilisierung herauskristallisiert. Und dann könnte man überlegen, bei solch einem Szenario, Rückeroberung 43,6, Rücksetzer auf die Ausbruchregion 43,6, 43,5 mit Stop unterhalb hier der ausgebildeten Tiefs um rund 42,5 das Long zu versuchen im Falle von Bitcoin und dann eben darauf zu spekulieren, dass es dann früher oder später eine Rückeroberung hier dieser Abwärtslinie gibt oder dieser Abwärtstrendlinie, die dann darauf hindeuten würde, dass die Bären jetzt im Grunde den Vorteil abgeben. Das ist allerdings erstmal abzuwarten, ob solch ein Verlauf überhaupt stattfindet. Wie gesagt, aktuell ist das erstmal ein klar bärischer Break, der eher noch weiteres Abwärtspotenzial bereithält, bis in Gefilde um 40.000 US-Dollar. In Ethereum sieht es nochmal ein bisschen hässlicher aus, muss man tatsächlich sagen. Also Ethereum hat jetzt hier die 200-Tage-Linie angelaufen. Nicht, dass das in der Vergangenheit nicht auch schon mal passiert ist und dass wir auch drunter gerutscht sind. Aber nichtsdestotrotz, das ist im Gesamtkontext deutlich unangenehmer, weil Ethereum sich bis hier, erinnert euch dran, ich hatte das noch vor Weihnachten immer wieder zum Thema gemacht, eigentlich relativ stark war und diese Trendlinie hat jetzt nicht halten können. Was ich interessant finde und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, und da kommen wieder diese technischen Aspekte hier zum Tragen, und zwar, ich nehme mal die 50% Korrektur raus, mal gucken. Wartet mal, ich glaube, das ist nochmal ein Stück tiefer, so ungefähr. Es ist die Region um, so muss man es wahrscheinlich sagen. Also punktgenau ist man, sollte man da sehr vorsichtig sein. Aber wenn wir das Tief aus dem September nehmen und das mit den Allzeithochs hier verbinden, dann haben wir in diesem Bereich hier, dieser orangefarbene Bereich, das ist ungefähr ein 61,8% Fibonacci Retracement Level. Das ist deswegen relevant, weil technische Niveaus im Kryptobereich sehr gut funktionieren. Das in Konstellation hier, in der Gesamtkonstellation mit dieser 200-Tage-Linie, die wir jetzt hier anlaufen, zeigt, dass es ein Schlüsselbereich ist. Also wenn wir deutlich unterhalb schließen, sind weitere Abschläge durchaus realistisch, die uns in Ethereum hier bis in Gefilde, also in dem Fall Ethereum US-Dollar-Basis, bis in Gefilde um 2600 Dollar, 2500 Dollar vielleicht führen könnten. Ich gucke mal ganz kurz auch, ich probiere mal noch was weiterzuziehen. Ja, naja, geht so. Ja, es ist ungefähr auch das 61,8% Level hier, diese Region ungefähr. Wenn man sind's die Jahrestiefs, nicht ganz, also diese Konsolidierungstiefs hier heranzieht. Aber also, das ist auf jeden Fall jetzt ein Schlüsselbereich, in dem wir vorgestoßen sind. Wir sind recht weit gelaufen. 4.800 haben jetzt dort innerhalb von, ich guck mal kurz, das sind die November-Hochs, das sind roundabout 2 Monate, haben wir eine Korrektur zu sehen bekommen von nunmehr etwas über 30%, also verhältnismäßig auch stark extensiert. Durchaus eine Region, die man beobachten sollte, sofern wir uns gegen die jetzt zunächst stabilisieren können. Allerdings wäre das noch nicht alleinstehend in der Lage, uns jetzt hier in den Long-Modus zu befördern. Stattdessen würde ich sehen wollen, dass wir hier diesen Bereich, also diese ehemaligen Tiefs, die wir jetzt hier unterschritten haben, um eben, das sind rund 3.600, ja, 650 ungefähr, dass wir die zurückerobern. Und uns dann oberhalb auch halten können. Also das heißt, das ist das, was ich sehen wollen würde, was dann darauf hindeutet, dass hier diesem kurzfristigen bärischen Modus eben so ein bisschen der Steam ausgeht oder beziehungsweise die Dynamik ausgeht. Was natürlich brisant ist, ist, ich glaube, ich hatte das sogar Anfang Dezember gesagt. Ich hatte das aber hauptsächlich, glaube ich, bezogen auf Bitcoin. Ich bin mir nicht sicher. Ethereum, glaube ich, hatte ich da nicht. Aber wir erinnern uns dran, wir hatten damals diesen Flashcrash übers Wochenende und hat in dem Zusammenhang gesagt, dass es durchaus denkbar ist, dass wir einen Retest dieser Tiefs durchaus sehen könnten, was dann CAV-technisch ganz attraktiv wäre. Das hatte sich jetzt dahingehend so ein bisschen problematisch dargestellt, weil wir zwischenzeitlich hier relativ stark uns präsentiert hatten und diese Trendlinie haben halten können. Aber jetzt sieht es doch danach aus, als wenn wir eben diesen Retest dieser Region zu sehen bekommen. Wenn die jetzt gehalten werden kann, auch das nochmal,
ist das nicht unbedingt das Schlechteste. Das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Auch hier zum Beispiel, da können wir diese Kerze zum Beispiel mal heranziehen aus dem September. Also diese Flash-Crash-Szenarien übers Wochenende, die treten häufiger auf. In dem Fall war es, glaube ich, aber nicht das Wochenende. Müsste jetzt mal ganz kurz gucken, sondern ich glaube, das war sogar unter der Handelswoche. Ja, es war ein Dienstag. Aber vollkommen egal, wir haben auch danach, haben wir nochmal einen Retest gesehen, nur um dann so einen richtigen Take-off zu sehen zu bekommen. Also, das setzt allerdings voraus, dass das übergeordnete Bild natürlich sich in Richtung eher Risiko und positive Risikoneigung wieder wendet. Also das heißt, dass die Fed auch klares Signal liefert, zum Beispiel, macht euch mal keine Sorgen, Liquidität wird weiter gegeben sein, der Fed-Put ist weiter installiert. Das würde natürlich dann nochmal so einen, ich nenne es jetzt auch mal einen spekulativen Exzess befeuern, von dem mit Sicherheit auch dann eben eine Kryptowährung wie Ethereum oder beispielsweise Bitcoin hier profitieren dürfte. So, ja, und das wäre es erstmal so alles in allem gewesen. Also, wie gesagt, Sturm im Wasserglas, bis hierhin jedenfalls. Nicht gesagt, dass es nicht noch weitergehen könnte. Potenzial für weitere Abgaben ist gegeben, aber es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir warten mal ab. Wie gesagt, im Hinblick beispielsweise auf den Tech-Sektor ganz besonders und die gestrigen Abschläge wollen wir mal schauen. Wenn es hier gelingt, eben in dem Fall dann 15.800, rund gesprochen wahrscheinlich sogar die 16.000er-Region zurückzuerobern, ist das eventuell im Falle des Nasdaq und Test dieser unteren bullischen Konsolidierung, die nochmal zügig sogar die Allzeithochs in den Mittelpunkt des Geschehens rücken könnte. Besonders interessant in dem Zusammenhang potenzielle Outperformance-Kandidaten wie eine Tesla, die gestern eben einen Großteil ihrer Delivery Gaps Aufschläge hier wieder hergegeben hat, wobei sich das Bild fundamental eher jetzt sogar CRV-technisch noch attraktiver darstellt. Also eventuell erst recht ein Kandidat von der Long-Seite. Schauen wir mal. Also wir werden es morgen auf jeden Fall nochmal en Detail, wenn wir es genauer beleuchten. Natürlich mit Ausblick dann auch ganz besonders auf die Non-Farm-Payrolls, US-Arbeitsmarktbericht, der morgen um 14:30 Uhr ansteht. Auf jeden Fall ein spannender Start ins Jahr 2022. So viel können wir definitiv an dieser Stelle festhalten. Haben eine Menge zu beobachten. Und eventuell werden jetzt hier auch ganz substanzielle Trends vielleicht sogar für die kommenden Monate dann gesetzt. Eventuell auch auf der Short-Seite. Das wird der eine oder andere Bär vielleicht sehen. Wobei ich da noch nicht so überzeugt bin, ehrlich gesprochen. Ich bin so lange im Bullenlager, bis ich hier ein ganz klares Signal bekomme. Bin ich zwar nicht der Erste, aber zumindest habe ich die Confirmation. Und in dem Zusammenhang, naja, schauen wir einfach mal. Happy Trading meinerseits, beziehungsweise, ja, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar in der Chatbox unterhalb des Videos. Teilt das Video, wo auch immer. Und soweit meinerseits. Also, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder um 10:30 Uhr gemeinsam mit Markets zum Morning Meeting. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.